Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar, Leute, ich freue mich immer so, die Europon for You Box, die Maren von Europon, hat mich angeschrieben und gesagt, Mensch Claudi, ich habe auf deinem Kanal gesehen, du hast die Sommerbox von uns vorgestellt, hast du nicht Lust, auch die Herbstbox zu testen? Ja! Und ich habe sie bekommen. Mega geil. Ja, die darf ich jetzt mit euch zusammen öffnen, testen und ausprobieren. Und ich darf euch informieren darüber, es gibt zwei Verkaufsrunden. Einmal am 4.9. Das war gestern. Vorgestern. Was für ein Tag ist heute? Ich weiß es nicht. Gestern. Heute. Ich drehe am 5.9. Und gestern war die erste Verkaufsrunde. Und die zweite Verkaufsrunde ist am 11.9. Da sei schnell und sicher dir die Box. Die kostet nur 9,95 Euro, hat aber einen mega krass geilen Wert. Und ja, ich habe sie jetzt echt mega geil zugeschickt bekommen und kann die mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast zu sehen, was drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich finde das immer so schön, wenn ich wegen Kooperation angeschrieben werde und so. Ne? Das ist so... Yay! Das ist immer so meine kleine innerliche Party, die ich dann habe, weil ich mir denke, ja, wie geil ist das denn? Die Firmen, die sehen mich, ne? Man fühlt sich dann echt cool. Das ist cool. So, die Maren hat mir auch noch einen Brief mit reingelegt. In deinen Händen hältst du die neue Herbstedition der Europon for You Box. Genau, denn es gibt zu jeder Jahreszeit immer eine Box. Es gibt 4 Boxen im Jahr und das ist die Herbstedition. Hoffentlich wirst du genauso begeistert sein wie wir. Hoffe ich auch. Ich war letztes Mal auch schon sehr begeistert, ja. Es erwartet dich eine große Auswahl an hochwertigen Produkten, die dich gut durch die Jahreszeit bringen sollen. Natürlich liegen von uns auch wieder 2 Geschenke für dich mit in der Apothekenbox. Das ist cool, das machen die nämlich jedes Mal, dass die losgelöst von dem Wert, den die ja quasi auf der Homepage ausrufen, auch noch 2 Geschenke mit in die Box packen. Das ist richtig geil. Ich bin so aufgeregt, ich finde es so cool. Vielen Dank, dass du die Europon for You Box testen und vorstellen möchtest. Maren, das mache ich sehr, sehr gerne. Ich hätte mir die wahrscheinlich sonst eh gekauft. Ja, ich freue mich auf deinen Bericht und wünsche dir ganz viel Spaß mit unserer Überraschungsbox. Viele Grüße, Maren. Danke, liebe Maren. Ich bin auch sehr gespannt. Die Europon for You Box ist wirklich riesengroß. Also das ist echt eine der größten Apothekenboxen, die ich so in den Händen gehalten habe. Also das ist die größte, ne? Und ich glaube auch mit die bekannteste, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein. Wir entfernen den Deckel. So schaut die von innen aus. Das ist schon mal richtig cool. Ne? Du hast es wie bei einer richtigen Beautybox, bei einer anderen Beautybox auch, dass du hier so ein Klebi hast über dem Seidenpapier. Das ist dann das Europon for You Logo mit drauf. Dann kann man das öffnen. Mit dem Papier etwas knuddeln, damit man den Inhalt der Box zeigen kann. Und hier ist der Inhalt der Box. Und mega. Also wir haben hier einen Vorleger, sage ich mal. Da sind die einzelnen Produkte aufgeführt mit den UVP-Preisen, was ich cool finde. Das heißt, ich kann dir auch dann die ganzen Preise zu den einzelnen Produkten hier mit einblenden. Super. Ich verlinke dir übrigens auch mal den Link zu dem, da wo man das kaufen kann. Ne? Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Okay, als erstes habe ich hier ein 7 Smoothie-Rezepte-Buch mit drin. Das ist cool. Smoothies sind sehr, sehr wichtig. Ich habe das mal eine Zeit lang auch probiert, habe aber leider falsche Rezepte verwendet und mir damit dann so ein bisschen meinen Magen verdorben. Ich habe viel zu viel Säure immer genommen. Also ich habe immer ganz viel Kiwis und Weintrauben und ein bisschen Banane, aber dann auch wieder eine Orange mit rein. War nicht gut. Also das war ein bisschen zu viel des Guten bei mir. Und ja, dann habe ich es gelassen. Aber hier habe ich dann wirklich nochmal richtig die Angabe, wie viel man von was nehmen soll, um das dann halt auch entsprechend magenschonend zu haben. Das ist gut. Auch mit Avocado und mit... Oh, wenn ich das jetzt sehe hier, ne? Kriege ich schon richtig Bock, mir einen Smoothie zu machen. Nom nom. Nom 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 nom. Richtig gut. Das fängt ja schon mal gut an hier, doch. Dann haben wir hier
eurer Bond. Checklisten für den Urlaub. Das ist auch sehr praktisch. Mein Urlaub ist jetzt leider fast vorbei. Also wenn ihr das Video seht, ist der Urlaub wahrscheinlich schon vorbei. Und hier hast du dann nochmal eine Checkliste, wenn du jetzt im Herbst in den Urlaub fliegen würdest oder so, dass du dann Checklisten abhaken kannst, was du alles mit ins Flugzeug nehmen musst und dass du Nasenspray, Fieber, Schmerzmittel, Pflaster, Desinfektionsmittel, Durchfallmedikamente, mega wichtig. Also immer, wenn ich nicht so, das hört sich blöd an, ne? Aber wenn ich halt unterwegs bin, habe ich sehr oft Mobilitätsstörungen oder Mobilitätsstörungen, so heißt das, ne? Freundlich ausgedrückt, weil ich bin halt, ja, ich fühle mich da nicht so wohl, wie wenn ich zu Hause bin. Weißt du, wenn ich in meinem eigenen Bett schlafen kann, wenn ich meine eigene sanitäre Einrichtung habe und genau weiß, wo was ist, ist alles safe. Aber wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, dann wird es immer schwierig. Also schon sinnvoll, das mit dabei zu haben, ja. Kühlpads, Verbandsmaterial, Maniküre-Set inklusive Pinzette und Nagelschere. Pinzetten sind auch so wichtig und sowas vergisst man ständig, ne? Wie schnell hast du mal, wenn du irgendwo unterwegs bist, dann einen Splitter im Finger oder keine Ahnung, irgendwas, ne? Mega wichtig, ja. Das sind echt total, total sinnvolle Sachen. Guck mal, unterwegs mit Haustieren, ach, voll gut. So, es geht schon los. Das ist gratis. Jetzt probieren. Aspekton Immun, die Tagesportion Power für ihre Abwehrkräfte. Aha, sowas ähnliches habe ich im Rossmann schon mal gesehen. Da gibt es ja auch diese 7-Tage-Immunkur. Fand ich auch super interessant. Mit Vitamin, Spurenelementen und Pflanzenextrakten. Mit Vitamin D, das finde ich auch schön. Tomate, Weintraube und Zistus. Ich habe keine Ahnung, was Zistus ist. Zucker, Alkohol, Gluten und laktosefrei. Auch für Allergiker, Menschen, die Alkohol vermeiden möchten, so wie mich, sowie Diabetiker geeignet. Finde ich gut. Trinkfertiger Nährstoffmix. Okay, ja. Leute, ich habe zwar gerade Abendbrot gegessen, aber ich glaube, das kann ich mir mal gönnen. Mit Süßungsmitteln. Dann ist es wahrscheinlich nicht so bitter oder so. Ich schüttel das mal, dann gucke ich mal. Ich weiß ja, wie die Immunkur von Rossmann auch schmeckt. Das riecht auf jeden Fall schon so, ne? Prost. Ja, schmeckt tatsächlich auch ein bisschen wie Sanostol. Sanostol ist im Abgang hier immer ein bisschen schleimig, würde ich mal so sagen. Das hast du hier nicht, das ist wie ein Saft. Ja, schmeckt gut, ne? Claudia gönnt sich erstmal einen Nachtisch. Kann man machen. Heidi hilft, das Zeltabenteuer. Das ist so ein kleines Buch. Dieses Buch gehört. Ach so, was fand ich immer so süß, ne? Wenn man da seinen Namen reinschreiben konnte. Oh, und da ist so eine schöne Geschichte drin. Das ist ja cool. Von welcher Firma? Ach so, da geht es wahrscheinlich dann um Husten. Dass die Heidi ein Hedi hilft. Nicht Heidi hilft. Hedi hilft, das Zeltabenteuer. Okay, vielleicht hat da jemand Husten bekommen. Man weiß es nicht. Mitten in der Nacht werden die Abenteurer von einem kräftigen Gewitter überrascht. Es regnet Bindfäden und durch das Loch im Dach ist das Zelt schnell voller Wasser. Papa, Timo und Nele sind innerhalb weniger Minuten von Kopf bis Fuß pitsche nass. Ne? Ich habe ja schon ein paar Nichten und Neffen. Ne? Kann man das schön vorlesen. So, Thermacare. Oh ja, sowas brauche ich immer mal wieder, beziehungsweise auch mein Freund. Das sind so Wärmepflaster. Das ist cool. Ja, das gefällt mir. Das ist bei Nackenschmerzen, das kannst du verwenden. Habe ich jetzt aktuell nicht, aber wir sind ja oben am Renovieren. Ich denke, dass es zum Einsatz kommen wird und es gar nicht so lange dauern wird. Für Nacken, Schulter und Handgelenk. Für Handgelenk auch, das finde ich auch interessant. Und Thermacare ist dann irgendwie, dass du, ich weiß gar nicht, womit das gefüllt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall halt mit so einem Pulver da drin. Und wenn das halt in Kontakt mit der Haut kommt, dann wird es halt warm. Ich weiß nicht, ist es Senfmehl oder Chili-Pulver oder sowas in der Art, was man da reinmacht? Keine Ahnung, ne? Aber es ist super gut, super gut, super gut. Und ja, sowas haben wir auch immer irgendwie im Haus. Praktisch. Taxofit Vitamin B12 und B5, Himbeergeschmack. Soft Chews. Ach, guck mal, sind das Kaugummis? Mhm. Das kenne ich ja noch gar nicht. Taxofit kennt man so als Nahrungsergänzungsmittel, aber so als Kaubonbons finde ich ja auch interessant. Nahrungsergänzungsmittel ist immer so eine Sache für sich. Also das muss man für sich selber entscheiden.
Man sollte auch immer beim Arzt so mal Check-ups machen, um zu gucken, was brauche ich. Ne? Nicht, dass man dem Körper zum Beispiel zu viel Eisen zufügt. Das ist auch nicht gut für den Körper. Also ich zum Beispiel habe extrem Eisenmangel und brauche dann entsprechend zum Beispiel Eisen. Es gibt aber auch Menschen, die haben einen Eisenüberschuss. Und wenn du dann noch zusätzlich irgendwelche Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, Mensch, die halt irgendwie zu viel Eisen oder, keine Ahnung, B12 oder sonst irgendwas geben, dann können das auch Nebenwirkungen geben. Das heißt, informiere dich halt einfach mal vorher beim Arzt. Man kann immer diesen Check-up machen, dass man einfach mal ein großes Blutbild erstellt und dann sagt er dir genau, welche Nahrungsergänzungsmittel du theoretisch sogar wirklich brauchen würdest, ne? Ja, das sind Kaubonbons. Guck mal. Die kannst du dann einfach so essen. Das sind gar keine Kaugummis, sondern Kaubonbons. Das heißt, die lösen sich dann auch so wie Mauams. Das ist cool, das gefällt mir. Mit Himbeergeschmack gefällt mir auch. So, das nächste ist von CB12, ein Spray. Angenehmer Atem für unterwegs. Das ist auch nett, ne? Dass du dann mal so ein bisschen, wenn du so einen Muff im Mund hast, ist auch nett. Sofort frischer Atem, patentierte Zusammensetzung für die tägliche Anwendung mit Mint-Menthol-Geschmack, Geruch. Das ist super. Wenn man vielleicht in der Mittagspause sich mal einen Döner gegönnt hat und zurück ins Büro geht, die Kollegen werden es dir danken. Deswegen finde ich gut, gefällt mir, werde ich auch mir tatsächlich ins Büro stellen. Oh ja. Aven, O-Thermal, das kann man auch super nehmen zur Make-up-Fixierung zum Beispiel. Das ist einfach ein Thermalwasser von Aven. Das kann man auch auf die Beine geben. Wenn du irritierte Haut hast, beruhigt das die Haut, dass man halt so ein bisschen Juckreiz mildert und so weiter. Oder es ist halt wirklich ganz gut, dass wenn du Make-up fixieren möchtest, dass du es einfach drüber machst. Es ist ein sehr, sehr schöner, feiner Sprühnebel. Und ja, finde ich interessant. Ist cool, dass es mit dabei ist. Hypoallergen, nicht komedogen. Und hautberuhigend, reizlindernd, perfekt. Leti Balm Repair für Nase und Lippen. Das ist auch großartig. Auch so ein kleines Pöttchen finde ich super praktisch. Das kannst du auch schön in die Handtasche packen. Denn jetzt ist ja auch gerade so die Erkältungszeit. Ne? Wir sind noch nicht so ganz dran gewöhnt, dass die Temperaturen so runtergehen. Wir haben vielleicht noch ein bisschen zu dünne Kleidung an. Und dann kommt auch schneller mal der Schnupfen. Und wenn der dann da ist, dann bist du nur am Putzen, dann hast du die ganze Nase wund, wie oft man das hat. Und dann kann man sich so einen Balsam drüber geben. Richtig toll. Und ja, das finde ich praktisch. Repariert und schützt bei trockenen und rissigen Lippen, bei Reizung durch häufiges Naseputzen. Ganz genau. Ich mache das sonst immer ganz gerne, dass ich mir den Lippenpflegestift, den ich dann normalerweise aufgeben würde, mir dann auch noch auf die Nase. Aber ich meine, das sieht immer ziemlich merkwürdig aus, wenn ich dann im Büro sitze. Meine Kollegin guckt dann auch schon. Wenn ich mir dann erst hier so mein Schmier und dann einfach mal höher gehe. Ja, da ist so ein Bettchen dann irgendwie ein bisschen netter von der Optik her, ne? So, was haben wir hier? Enzbona, Teufelssalbe, Eis mit Teufelskralle und Minzöl. Kühlt intensiv und regeneriert. Medizinische Hautpflege. Okay, was soll das kühlen? Weiß ich nicht. Mit Aloe Vera, Panthenol und dem Extrakt aus der Teufelskralle. Mit Menthol und Minzöl. Mehrmals täglich großflächig auf die betroffenen Stellen auftragen und mit leichten Bewegungen einreiben. Ein kühlendes Pflegegel, aber für wo drauf? Wo willst du denn hin? Nach körperlicher Anstrengung. Ich habe hier mal gelesen, da steht auch noch ein bisschen was mit dabei. Auch zur Linderung von Juckreiz oder bei Ermüdung. Mhm, also wenn du jetzt müde Beine hast oder so, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn. Ja, interessant, ne? Genau. Ich denke so, dass sowas dann auch, also entweder dann halt diese Thermakehrwärmepflaster für den Rücken-, Nackenbereich oder halt diese Salbe, zum Beispiel wenn du Muskelkater hast oder die Muskeln so richtig brennen, dass es dann auf jeden Fall eine gute Sache gibt. Hier so in den Armen werde ich das wahrscheinlich haben vom ganzen Tapeten abreißen. Mega, gefällt mir. Was ist das? Das ist groß. Das ist schwarz. Das ist extra eingepackt. Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Eurapon for you. Guck mal, das ist cool. Das ist cool. Nehme ich das mal weg. Das ist nämlich so eine Reiseapotheke. Nicht Reiseapotheke, so ein Reiseset. Da hast du Nagelclips, eine Nagelschere, dann ein Hornhautschieber, eine Pinzette, eine Nagelfeile und das andere, weiß ich nicht, was das ist. Cool. Das ist cool. Das kann man auch wieder super mitnehmen auf Reisen oder wohin auch immer. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das kommt in den Koffer direkt, dass wenn man das nächste Mal wegfährt, dass man das immer dabei hat. Ist nie weg, so ein Ding. Ist nie weg. So viele nützliche Sachen, ne? Diasporal direkt Magnesium. Das hatte ich auch schon mal, das habe ich an meinem Bett stehen. Und immer, wenn ich so irgendwas Körperliches gemacht habe, wenn ich im Garten war oder
hört sich doof an, aber wenn ich mal so richtig stundenlang das Haus geputzt habe oder die Vorratskammer aufgeräumt habe oder, dann habe ich mir abends prophylaktisch so ein Ding genommen und wenn morgens der Muskelkater zu sehr ausgeprägt war, habe ich das nochmal genommen. Das ist halt gut für die Knochen und für die Muskeln und für, wenn du da halt irgendwie so Probleme hast. Magnesium trägt zu einer normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem bei. Genau, also eher für die Muskeln als für die Knochen, aber ne, Knochen wäre Calcium, glaube ich. Ne? Ja, hat mir aber sehr gut geholfen und ja, das werde ich mir jetzt auch wieder ins Bett stellen und dann entsprechend nehmen. Das ist nämlich einfach so ein Shot. Ja, total super. Also das ist so ein Pulver, was da drin ist, aber das schmeckt sehr, sehr lecker nach Orange. Genau, hier in diesem Tütchen ist es drin und dann reißt du dir das einfach auf, machst das rein und alles ist tutti. Also kann ich nur empfehlen, Magnesium allgemein kann man ja nur empfehlen bei sowas, ne? Aber ja, auch prophylaktisch ganz gut. Eine Gratisprobe von Vita Aktiv B12. Okay, ja, das ist auch wieder so ein Shot, den man so einnehmen kann. Und der soll wieder dazu führen, dass du besser denken kannst, glaube ich. Jedenfalls sieht das Bild so aus. Vitamin B12 trägt zu einer normalen Funktion des Energiestoffwechsels und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei. Siehst du? Zentrum Muskelfokus, Magnesium und Kalium. Mensch, als hätten die gehört, dass ich irgendwie demnächst mal ein bisschen mehr körperlich arbeiten muss, ne? Tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei. 8 Sticks Trinkgranulat. Also das machst du dir dann tatsächlich ins Wasser mit rein und jo. Hast dann wieder praktikablere Muskeln. Praktisch. Ja, ziemlich viele Produkte für so mit Magnesium und so, ne? Aber es passt für mich auf jeden Fall. Vielleicht denken die sowieso dran, so im Herbst ist man vielleicht ein bisschen aktiver, weil im Sommer, ja, da war man auch aktiv, aber da hat man dann aufgrund der Hitze nicht so ultra viel machen können und im Herbst macht man jetzt noch so ein bisschen die ganzen Wintervorbereitungssachen. Keine Ahnung. Probiell Reizdarm. Habe ich Gott sei Dank keine Probleme mit. Zum Diätmanagement bei Reizdarmsyndrom. Mit Verstopfung habe ich nicht. Mit 3 aktiven im menschlichen Darm vorkommenden Bakterienkulturen brauche ich nicht. Jo, ich weiß nicht, wer vielleicht mal so ein Problem mit sowas hat in meinem Familienbekanntenkreis, wie auch immer, der bekommt das dann. Ich habe keinen Reizdarm. Toi, toi, toi. Klopf auf Holz. Oh ja, das hatte ich letztens auch in der Box mit drin und fand es gut. Von La Roche-Posay, das Micellenwasser. Das ist wirklich für sehr sensible Haut und das war bei mir auch ganz gut. Und das habe ich auch gerne verwendet. Hast du jetzt nicht so ultra das wasserfeste Make-up oder so mit runtergekriegt, aber den ersten groben Kram, ne, hat er schon ganz gut abgenommen. Also das hat mir auch gut gefallen. Das hat meine Haut auch nicht irritiert oder so. Ist auch ohne Parfüme. Also, ne, kann man gut verwenden, wenn man eben sensiblere Gesichtshaut hat. Und die habe ich aktuell aufgrund von Pille abgesetzt. Eucerin. Mega. Ich liebe Eucerin-Salben. Hyaluron-Filler Day Dry Skin. Also das ist eine Tagescreme für trockene Haut. Das ist in einem Plastiktiegel. Und ja, das finde ich gut. Eucerin ist wirklich für sehr, ne, also wenn du pH-neutrale Cremes möchtest, ja, wenn du sehr sensible Haut möchtest, es riecht nach nichts, das ist schon ganz gut. Also wenn ich wieder meine Tage habe, wenn ich wirklich meine Tage habe, kann ich die sehr gut verwenden und dann macht das echt Sinn, die zu verwenden. Cool. Noch eine Creme für sehr trockene Haut von Louis Vuitton, Swiss Dermatologica, genau. Das ist eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor 20, nährt reichhaltig und schützt, ist Anti-Aging mit Vitaminkomplex und mit Urea. Das ist super gut, wenn du wirklich richtig trockene Haut hast, die ich nicht habe. Also ich habe aktuell so eine ganz merkwürdige Haut, weiß ich nicht, kann ich nicht genau definieren. Es ist schon sehr trocken, was ich jetzt so in meinem Gesicht aktuell habe, aber es ist jetzt nicht für sehr trockene Haut. Also ich könnte mir jetzt nicht so eine Creme über mein Gesicht geben, weil das dann wahrscheinlich zu reichhaltig und zu fettend wäre für mich. Genau, so schaut die auch aus, auch wieder in einem Plastiktiegel. Da sind ganze 50 Milliliter drin. Da gucken wir mal rein. Ist auch noch verschlossen. Riecht auch noch nichts. Ja, das ist nicht verkehrt. Dann hast du auch noch so einen Spachtel mit dabei. Das ist auch immer sehr schön. Dann kannst du nämlich dir die Creme mit dem Spachtel auftragen und musst da halt nicht immer mit dem Finger reingehen. Das mögen viele nämlich nicht. Wenn du diese Creme unter deinem Fingernagel zum Beispiel hast, oh, finde ich auch immer ganz furchtbar. Also, geiles Produkt, brauche ich aber aktuell nicht. Von Vichy, Mineral 89, Fortifying and Plumping Daily Booster, stärkend, aufpolsternd und feuchtigkeitsspendend ist das. Das scheint so eine Art Serum zu sein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Man soll nämlich 2 Tropfen auf das Gesicht geben, nachdem man es gereinigt hat, morgens und abends. Und
danach dann halt die ganz normale Skincare-Gesichtspflegeroutine machen. Mhm. Und das sieht auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend aus. Das finde ich cool, ne? So schön Ombre unten, dieses Blau, und dann wird es durchsichtig. Mega schön. Mit Hyaluronsäure und mineralisierendem Wasser. Aus 89% mineralisierendem Wasser. Das hatte ich letztens leer gemacht, ne? Vegan Toivit, das ist super. Vitamin D3. Vitamin D unterstützt das Immunsystem und trägt zum Erhalt normaler Knochen und Muskeln bei. Genau, ja, die habe ich mir gegeben. Ich habe mich dadurch weder schlechter noch besser gefühlt. Also, ne? Hat mir nicht geschadet, dass die Sonne weggegangen ist, sage ich mal. Und Vitamin D3 soll ja quasi dir auch ein bisschen helfen, diese erhellende Wirkung auch so ein bisschen auf dich selber zu haben. Ja, und das finde ich gut. Und das unterstützt das Immunsystem, das finde ich auch immer sehr positiv. Und wenn du dann Knochen und Muskeln erhältst, ist es sowieso nicht verkehrt, kann ich nichts zu sagen. Freue ich mich immer drüber, wenn ich die erhalten kann. Ne? Normalen Funktionen der Zellteilung des Immunsystems und zur normalen Aufnahme von Calcium. Ja, läuft. Nehme ich gerne wieder. Zwei haben wir noch. Einmal Kalefungin, Befeuchtungs-Ovula, eine kostenlose Probe. Zwei Vaginalzäpfchen. Ja, guck mal. Warum? Also die Verletzungen besonderer Empfindlichkeiten des Muttermundes und anderen Veränderungen der Vaginalhaut, auch verursacht durch physikalische Behandlung mit Hitze, Kälte oder Laser oder Strahlentherapie. Okay, Gott sei Dank habe ich sowas nicht. Vielleicht nachdem man da irgendwelche Eingriffe hatte oder so, dass man die dann verwenden kann. Aber ja, also habe ich jetzt nicht so den Bedarf dran, ne? Ich jetzt nicht so. Aber interessant, dass es mit dabei ist, ne? So, und dann das letzte ist von Doppelherz-System Vitamin C 57. Ein Depot Mikropellets direkt mit Vitamin C und Zink und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems für die Abwehrkräfte mit frischem Orangengeschmack. Jo, ne? Vitamin C sollte man immer aufpassen, wenn du dich ausreichend ernährst, sprich, wenn du genug Lebensmittel mit Vitamin C zu dir nimmst, dann solltest du sowas nicht zusätzlich verwenden, ansonsten kriegst du nur mal Dünnschiss. Das ist so, ne? So scheidet der Körper nämlich zu viel Vitamin C aus. Ja, da muss man halt aufpassen. Täglich den Inhalt eines Beutels verzehren, die Mikropellets direkt auf die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken. Bitte den Beutel in Pfeilrichtung aufreißen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel man maximal, sage ich mal, zu sich nehmen sollte. Hier steht halt mit diesem NRV, ich komme, ne, das raffe ich nicht so wirklich. Ich würde davon, weil ich jetzt halt selber nicht ausreichend Obst und Gemüse esse, mir eins davon tatsächlich täglich gönnen. Jemand, der aber sich dann auch vielleicht mal einen Apfel oder so isst, sollte das vielleicht nicht unbedingt machen. Ja, aber es ist wahrscheinlich ganz gut für jetzt für die Erkältungszeit, um vorzubeugen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich die 16. Eurapon for You Box. Ich fand die gut. Also einen Großteil von den Produkten kann ich selber für mich verwenden. Manche halt nicht, aber es ist nun mal eine bunte Mischung. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert ist. Ich sag mal 80 Euro. Ich blende es dir aber hier mal ein. Keine Ahnung. Es ist vielleicht auch ganz daneben, was ich getippt habe. Aber ja, definitiv. Schau bei der zweiten Verkaufsrunde vorbei. 11.09. Notier dir den Termin. Ich schreibe es dir auch nochmal unten in die Infobox rein. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!